So, ich stehe hier am Neckar und mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar laufe ich oft eine Strecke zum Fitness und zurück. Und diese Strecke laufe ich immer. Das ist immer dieselbe. Und sie ist mal so die Strecke. Mal ist sie emotional anders, mal ist sie gedanklich anders, mal fühlt sie sich ganz anders an, mal fühlt sie sich gut an, mal fühlt sie sich schlecht an. Und es passieren eigentlich immer dieselben Ereignisse. Es passiert immer, dass ich mal an einer roten Ampel stehe. Es passiert immer, dass mal jemand vor mir läuft. Es passiert immer, dass mal jemand laut rumbrüllt in der Fußgängerzone oder laut telefoniert. Und es passiert immer, dass ich ein paar Leute rechts im Café sitzen sehe. Und ich will einfach mal erklären, dass es immer die objektiv selbe Situation ist, aber was wir Menschen in unserem Kopf draus machen, das ist das Problem oder das ist die Lösung sozusagen. Ich erzähle jetzt mal von Variante 1. Ich laufe durch die Fußgängerzone, dann höre ich rechts von mir einen Menschen reden, laut am Handy reden, gebrochen, laut und schimpfend. Und ich denke mir, ach Gott, wie nervig, ich habe echt keine Lust, sei doch mal ruhig, ich bin doch hier, um das zu genießen, um das Laufen zu genießen abends. Jetzt störst du die Stille. Dann läuft man gemütlich weiter, dann läuft einer vor dir und du denkst, mein Gott, kannst du nicht gerade laufen? Also man denkt es nicht vielleicht direkt so, wie ich es jetzt gesagt habe, aber das Grundgefühl ist da. Ich will nur versuchen, dieses Gefühl ein bisschen in Worte zu fassen. Dann kommt man an einem Kaffee vorbei. Und dann denkt man sich, diese Menschen, oh, die haben alle Leute, mit denen sie sich unterhalten. Guck mal, wie sie da sitzen. Und die haben doch zu viel Geld. Und wie kann man nur im Café sitzen unter der Woche? Also solche Gedanken. Dann kommt man an die Ampel und sie ist gerade von grün auf rot geschaltet. Und sie braucht ewig, bis sie wieder auf grün schaltet. Mein Gott, diese Scheißautos. Wieso kann diese Stadt nicht fußgängerfreundlicher sein? Und so weiter. Und das zieht sich durch den ganzen Tag manchmal, wenn man das sich nicht bewusst macht. Und dann gibt es die andere Variante. Einer läuft vor dir und du denkst, kannst dich auch nicht entscheiden, so in der Art. Man nimmt das positiv auf. Er kann sich nicht entscheiden. Wie goldig, wenn es zum Beispiel ein junger Mensch ist oder, okay, ja, vielleicht hat er gerade gedacht, ach, er muss noch was besorgen und dann ist ihm doch eingefallen, dass er nichts besorgen muss und dann ist er wieder geradeaus gelaufen. Also man nimmt das locker, man versteht die Leute, man hat Mitgefühl, man regt sich darüber emotional überhaupt nicht auf. Man nutzt es, um seine Laune zu verbessern. Dann hört man einen laut reden und manchmal denkt man dann, oh mein Gott, diese ganzen Stimmen und Autos und Geräusche. Wenn man in einer positiven Verfassung ist, in einer emotionalen Verfassung, in einer bewussten Verfassung, denkt man, oh, wie schön ist die Vielfalt. Was macht er gerade? Telefoniert er mit seiner Freundin? Haben sie gerade Probleme? Dann sieht man vor sich ein Pärchen laufen. Oh, sind sie gerade getrennt? Wird er vielleicht wieder zusammengekommen oder frisch verliebt? Interessant. Also man wird neugierig auf die Menschen. Man genießt die Vielfalt, ohne viel darüber nachzudenken. Man nimmt das wahr, hat einen kurzen Gedanken darüber, der spontan, impulshaft hochgeht, einen gesunden Gedanken und lässt ihn wieder gehen und sieht diese Vielfalt der Welt und genießt einfach, dass es so viel Verschiedenheit gibt und verurteilt diese Verschiedenheit nicht. Läuft man am kleinen Café vorbei und dann sieht man da zwei Frauen sitzen und denken, vielleicht sind es Freundinnen, die sich seit 5 Jahren nicht mehr gesehen haben und die eine besucht jetzt die andere in Stuttgart und sie sehen sich zum ersten Mal, wie schön. Also, und man geht weiter und dann geht man zur Ampel und sie wird gerade rot und dann fahren die Autos vorbei und man genießt, dass man mal still an den Ampelmast gelehnt verweilen kann und einfach genießen kann, wie sich alles um einen weiter bewegt, während man selbst still wird. Also, und ich erlebe das auch, ich erlebe die eine Situation und die andere Situation. Völlig negativ und das glaubt man in dem Moment auch, wo man es erlebt. Man läuft dieselbe Strecke, die man immer läuft. Oder auch, das kann auch bei neuen Strecken passieren, bei neuen Dingen, die man tut. Es müssen keine Strecken sein, die man läuft. Auch bei Begegnungen mit anderen Menschen. Wenn man gleich Schlechtes erwartet, wenn man gleich etwas Negatives spürt. Das kommt auf die Verfassung an, in der man sich befindet. Ob man bewusst, ob man in sich zurückkehrt und versucht, mit seiner Quelle Kontakt aufzunehmen oder ob man immer sich von außen mitreißen lässt. Das macht den Unterschied, ob man die Welt aus dieser positiven, gesunden Haltung sieht oder aus dieser negativen, verurteilenden. Ich denke, ihr wisst genau, was ich meine, weil das erlebt, glaube ich, jeder. Mal dieses Positive und dann wieder das Negative.
Wenn man das Positive erlebt, dann denkt man, wie konnte ich mir das nur so negativ vorstellen? Wenn man das Negative erlebt, wie kann man sich das nur so toll vorstellen? Das war bestimmt nur so ein besonderer Tag und so weiter. Also, es erkennen und einfach wissen, dass dieses Positive, Schöne, Mitfühlende, das Natürliche und Gesunde ist. Und das andere, da blockiert dich irgendwas, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da musst du dich mehr ausleben, mehr geben, mehr tun, dich nicht auf die faule Haut setzen vielleicht, vielleicht einfach rausgehen und diese Erfahrung auf dich wirken lassen, damit du daraus lernst und damit auch emotional lernst und erkennst, was ist wirklich und was ist unwirklich. Ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden, war jetzt ziemlich spontan, aber das war jetzt das, was ich auch gerade gespürt habe und was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Video. Ciao.